Ein roter Schmetterling war. Ja. Ja, der alte Mann, der arbeitet da vorne, der da wahrscheinlich drinnen wohnt. Lass mal offen stehen, ne? Oh. Eine Harfe. Geil. Das ist geil, dass man so interagieren kann. Was macht er? Ach du Scheiße, der Typ kann irgendwie gar nichts, ne? Er kann nicht mit Katzen. Er ist unmusikalisch. Von da wären wir jetzt gekommen, oder? Wenn wir jetzt nicht bei der Musik typen. Ja. Oh no, der ist besoffen, den spreche ich nicht an. Oh Gott. Alkoholisierte Menschen sind mir unsympathisch. Ja, bitte. Nicht wichtig. Warte, also tun mir irgendwie die Kopfhörer weh, ich weiß auch nicht. Oh no. Wieder einer der Riesenköter. Jump'n'Run Action. Oh 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 oh. Warum stellt sich die Kamera jetzt wieder selber um?
klar. Da Uwe Geld da. So, kommen wir da so durch, oder? Ja, machen wir uns ein bisschen nass, ist ja egal. Da, was ist denn eine Blume? Da. Du. Wow, können die weit springen? Sind nicht nur die Olympiasieger beim Synchronspringen und Klettern, sondern auch Weitsprung. Was ist das denn wieder für ein Geräusch? Ja, jetzt wieder. Jetzt müssen wir wieder synchron springen. Doch nicht so ganz synchron. Geh du schon mal hoch. Habe ich dich aus dem Sinn? Ach, der kann auch so, der muss nicht die Mitte nehmen. Okay. Oh mein Gott, was sind das für komische Hasen? Vor allen Dingen ein Killerhase ist dabei. Nehmen Sie die goldene Handgranate. Zählen Sie bis drei und auch nur bis drei. Zählen Sie nicht bis vier. Nein. Auch nicht bis zu zwei. Sei denn, Sie sind gewollt, weiterzuzählen bis zu drei. Hier, die goldene Handgranate. Okay. Eins, zwei, vier. Drei, Sir. Okay, drei. Also gehen wir jetzt zum Killerkaninchen oder nicht? Ein Hamsterlaufrad gibt es auch noch. Das, daher kommt das komische Geräusch. Ja. Vielleicht wird er jetzt vermisst. Ey, das ist ja einer. Einfach hier anderer Leute Haustiere entlassen. Oh, das hat er gesehen, bestimmt. Das Killerkaninchen ist so extra abgezäunt hier, ne? Hallo? Was ein Tierquäler! Was macht denn der Große mit denen? Streckt Schlachten? Oh. Ach Gottchen. Was mit dem Feuer hier? Du sollst aufhören, das zu quälen. Scheiß Junge! Irgendwas muss es da auf sich haben mit den Kaninchen. Die sind ja nicht nur zum Quälen, ne? Hi, sind wir hier richtig? Okay, weiter in die Richtung. Dankeschön. Dankeschön, dass wir ihre Tiere quälen durften. Aha. Ah, ich weiß, ich muss ein Schaf ins Laufrad. Oh mein Gott. Ist ja wirklich Tierquälerei. Geh mal. Einmal drüber latschen. Jetzt Katapult.
Oh Gott, jetzt liegt es da. Ah, ne. Hier, geh mal rein, lauf mal. Schneller! Oh Gott, du auch. Bevor es aufhört zu laufen. Oh, der streichelt das. Das ist eure Hütte? Das war eher eine Hühnerhütte. Dieses Spiel gehört verboten. Das ist Tierquälerei. Halt, Bruder, ich gehe erstmal vor. Da unten ist wieder der Befeuerton. Irgendwie ist das Geräusch merkwürdig. Lacht oder heult da jemand? Hilfe, Horrorspiel. Ist das der eine aus dem Film da? Wie hieß das? Big G oder so. Der sieht genauso aus. Freunde oder Feinde, wie wird alles sein? Dir wachsen Pilze auf dem Rücken. Ich kenne da eine gute Pilzcreme. Dürfen wir denn da durch deine Tür durch, oder? Nee. Oha. Yay! Besser als Achterbahn. Die zwei könnten auch wie Danke sagen, aber ne? Okay. Oha, jetzt kommt er wieder. Das ist ja witzig. Oh Gott, wir werden nie wieder zurückkommen. Schon wieder. Big G. Jetzt will ich aber mal zuerst. Ich will zuerst. Oh, schade, ich werde nicht geschleudert. Ich muss über ihn drüber laufen. Ih, über die Pilze. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
Auch wieder hervorragend synchron. Ah, cool. Ich will mir das nicht vorstellen. Nein. Tja, aber hätte er jetzt schon die Pilzcreme, hätten wir es nicht machen können. Gerade eben konnten wir da auch so weit springen, oder? Wow! Alles klar. Ich habe Angst, runterzufallen. Aber hier ist er. Nee. Ich dachte, da geht's auch noch lang. Ich komme mir echt so vor, als würde ich wieder die zwei Brüder von Life is Strange spielen, ne? Hättest uns mal vorwarnen können, so Luft anhalten und so. Mein Gott, was für ein komplizierter Weg nach draußen. Alles nur wegen irgendeinem Heilkraut.